Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück bei Paper Mario. Wir sind gerade mit unserem neuen Lakito-Freund Lucky Lester auf dem Durchlauf oder auch Spike genannt und versuchen hier gerade dieses komische Rätsel zu lösen. Ich hoffe, ich kriege das bald mal auf die Ketten. Ich glaube, ich muss das jetzt hoch machen. Zack. Nee, warte mal. Doch, klar. Zack. Und jetzt bin ich fertig, oder? Nee. Ich bin jetzt hier. Ich müsste jetzt irgendwie lila wieder runter machen. Was bringt mir denn das hier eigentlich? Bringt mir doch auch gar nichts, oder? Warte mal, habe ich hier irgendwas? Habe ich was Unsichtbares? Nö. Ich bin komplett verwirrt. Vor allem Lucky Lester, ey. Hey, was ist das für ein komisches Rätsel? Und was bringt mir das? Was bringt mir der rote Stein? Grün? Lila muss jetzt runter. Und dann müsste ich von da drüben rüberfliegen. Aber wie komme ich da rüber? Hä, was ist das für ein krasses Rätsel? What the heck? Okay. Okay, warte. So, das runter. Das runter. Warum auch immer. Das weiß ich auch noch nicht genau, warum. Okay, ich glaube, ich hab's, Leute, ich hab's. Klar hab ich's. Hä? Bin ich doof? So, fertig. Zack! Voll drauf, Junge! Ist der neu? Der ist auch neu. Oh Mann. Okay, Mitglied wechseln. Gumbario. Den müssen wir uns erstmal angucken. Zack. Scanner. Ein gelber Kamek. Das ist ein gelber Kamek. Er ist ein Magier des Koopa-Clans. Gelb ist gerade sehr in. Wusstest du das nicht? Elf, bla bla bla. Er kann seine Kumpel mit Magie elektrisch aufladen. In diesem Zustand solltest du nicht direkt angreifen oder du erlebst eine schockierende Überraschung. Okay. Hört sich hart an. Bam, bam. Ja, pass auf, wir machen, oder? Ja, ich setz mal das ein. Glaube ich. Let's go. So, jetzt kriegen wir zwar ein bisschen einen auf den Nüschel. Er wird jetzt elektrisch aufgeladen. Dülü. Ist aber nicht schlimm. Denn ich würde jetzt mal einen Tsunami einsetzen. Tsunami. Okay. Let's go. Okay. Das war nicht schlecht. 6 Schaden sollten drin sein. Ich glaube sogar 7. Geil. Tschüssi, Kumpels. Bringt aber halt fast keine Erfahrungspunkte mehr, ey. Schade. So, zack, 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 zack. Da ist irgendein Schalter. Zack, drauf da. Schade. Kein Erstangriff.
Okay, da hilft doch ein Multisprung, oder? Geil. Und jetzt nochmal Tsunami. Let's go. 6 Schaden sollen drin sein. Bitte, bitte! Und ich trinke einen Schluck Kaffee. Ja, 4 Erfahrungspunkte ist halt echt nicht viel. Aber schön viel Geld, das wir nicht mehr brauchen. Schade. Okay, hier kommen wir doch nach oben. Das sehe ich doch. Zack. Und dann können wir unserem Lakito gleich einmal aufwerten. Oder Gumbario auf Stufe 2. Wolke Nummer 9. Kein Gegner wird dich treffen. Oh. Ja, komm, wir machen den erstmal auf Stufe 1. Let's go. Lucky Lester wurde in den Superrang aufgestuft. Geilo. Okay, weiter geht's. Da liegt ein Brief. Yo, an Minz T. Oh Mann, schon wieder Briefe, Leute. Gar kein Bock. So, die müsste ja hier jetzt bald mal erscheinen, die Wolkenmaschine, oder? Denn auf der Suche sind wir ja. Da ist er. Da steht an. Macht schon los, wir brauchen mehr Wolken. Ich will das ganze Land unter Wolken sehen. Wir werden sie lehren, die Macht der Puff-Puff-Maschine zu fürchten. Die Mucke, Alter. Verzieh dich, lass mich in Frieden, Mann. Siehst du denn nicht, dass ich zu tun habe? Meister Schnafula hat einen teuflischen Plan ersonnen. Ich liebe Wolken, ich liebe sie, deswegen finde ich es einfach cool, die ganze Welt damit einzuhüllen. Und du, magst du auch Wolken? Ih, du bist ja dieser Gangster Mario. Leute, es ist Mario. Wir müssen ihn schnappen, bevor die Puff-Puff-Maschine beschädigt wird. Battle. Okay, die kennen wir alle. Das heißt, wir können reinstarten, Leute. Hey, mach ich jetzt einfach mal einen Sternsturm, oder? Let's go. Jetzt mal schön 7 Schaden reinhauen. Voll gut. Und er hier. Starre Eier auf alle Gegner. Könnten wir eigentlich mal machen. Erzeugt eine Wolke, um Mario zu verstecken. Wirft Starre Eier auf einen Gegner. Okay, ist auch easy. Oh, das macht aber wenig Schaden. Ich habe jetzt schon mit mindestens 4 gerechnet. Schade. Oh shit. Jetzt wird er elektrisch aufgeladen. Ja. Dann mach das bitte nochmal. Aber das kostet 4 BP. Das ist voll schlecht. Das ist ja richtig schlecht. Ganz ehrlich, sorry. Aber ist halt auch echt einfach zu machen. Muss man dazu sagen. Oh ja, wieder doppelte Erfahrungspunkte. Cool. Hä, voll gut? Ja, Mann. So läuft der Hase. Weiter so. Ah, Rückzug, Jungs. Er hat uns gezeigt, aber wie? Ciao. Boah, sieh dir diese Feiglinge an. Also gut, Mario. Wir sollten uns jetzt um diese Puff-Puff-Maschine kümmern. Na dann. Geil. Einfach drauf da. Voll die Abgasmaschine, Junge. Okay. Nur? Ja, 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 ja. Boom, Alter. Sehr schön. Wow, die Wolken sind fort. Zeit für ein bisschen Sonnenschein. Pschuh.
Oh, kostbares Sonnenlicht. Ho, ho, ho. Mario hat es geschafft. Er hat die Blütenfelder gerettet. Naja. Oh ja, die Sonne. Juhu, yippie, die Sonne ist wieder da. Ups, einfach so die Kontrolle zu verlieren, sieht mir gar nicht so ähnlich. Ah, die hellen Strahlen der Sonne. Endlich kann ich mich wieder an den schimmernden Licht auf dem Wasseroberfläche ergötzen. Ergötzen. Oh, das wurde ja Zeit. Die Sonne, die Blütenfelder sind gerettet. Und das Sonnenlicht ist meiner Schönheit natürlich sehr zuträglich. Die Sonne, die Sonne. Oh, die Wärme tut so gut. Es ist vielleicht gar nicht so übel, an einem Ort gebunden zu sein. Ich fühle mich voller Leben. Es ist schön, den Leuten zu helfen. Ich könnte mich daran gewöhnen, Mann. Mario, was hast du nun vor? Ich folge dir überall hin. Na, dann komm mit. Hier ist nichts mehr, ne? Oder ist hier noch irgendwas Geheimnisvolles? Nee, ne? Ich hoffe mal nicht. Die Mucke. Eieieiei. Okay, cool. Das wäre geschafft. Haben wir jetzt hier noch Gegner oder sind die auch weg? Haben die sich jetzt auch verpieselt? Nö, natürlich nicht. Nee. Stachis. Okay. Na, ich mach Superbeben, komm. Zack. Weg mit denen. Keiner braucht euch. Aber wir haben schon 60 Erfahrungspunkte wieder. Bald Level up, Leute. Geil. Ich freue mich drauf. So, aber es geht gleich weiter hier. Hä, was ist denn hier los? Ich hänge voll fest. Mann. Gar keinen Bock auf die. Und draufspringen kann ich gerade auch nicht. Das ist schlecht. Bam, bam, mäh. 5 Schaden. Und das, obwohl die Rüstung haben, ist nicht schlecht. So, Stachy Flip. Bewege und ziele mit. Wow, das ist aber schwer. I think. Und bam, Alter. 2 Erfahrungspunkte. Kann ich jetzt endlich mal in diesen Baumstamm rein, bitte? Ah, ich hänge da hinter dem Gras fest. Mann! Komm schon, Leute. Ach komm, ich flieh mal, oder? Dülü. Ich hab gar keinen Bock drauf. Geh jetzt da rein, dankeschön. Sehr gut. So muss das sein. Okay, ich habe auch 2 Münzen verloren. Oh Gott. Au. Das war schlecht. Was passiert hier? Ist hier eigentlich hinter irgendwas? Nee, ne? Okay. Ich finde, der ist so schnell, oder? Oder kommt mir das nur so vor? So, wo kann ich denn jetzt die Erde? Ach, hier. Hier ist das. Hä? Darf ich? Wie mache ich das? Muss ich mit dem Baum reden? Hallo? Vielen Dank, Mario. Du hast hervorragende Arbeit geleistet. Du hast die Wolken vertrieben, sodass die Sonne wieder scheinen kann. Es tut so gut, nach so langer Zeit zu sehen, wie meine geliebten Blütenfelder wieder von Licht überflutet werden. Es geht nichts über den Sonnenschein. Bevor ich es vergesse, wolltest du nicht die Zauberbohne pflanzen? Jetzt solltest sie gut gedeihen. Ich würde sagen, der beste Platz dafür ist der Fleck weicher Erde da drüben. Na dann. Zauberbohne? Ja, warte mal. So, lockere Erde. Dann Zauberbohne. Und dann Zauberwasser. Zack, Alter. Let's go. Die Musik.
Ja, das erinnert mich jetzt so ein bisschen an das Märchen. Mann, mein Kaffee ist alle. Das ist sehr, sehr traurig. Jo, und damit kommen wir jetzt über die Wolken. Da sehe ich schon einen Orden. Seht ihr den? Guckt mal da. Das ist bestimmt so ein Orden, mit dem ich mehr Kraft beim Jumpen habe. Oh, ein Erfolg! Sieh dir nur die Ranken an. Jetzt kannst du den Nebelpfad erreichen. Viel Glück, Sohn! Mein Platz hier bekommt immer weniger Sonne. Wie unangenehm. Pech gehabt. Ich würde aber noch kurz zurückgehen und würde im nächsten Part damit starten, wenn das okay ist für euch, liebe Leute. Und würde jetzt vielleicht nochmal schnell, weil ich denke mal, mit ihm können wir jetzt den neuen Ort aufsuchen, oder? Vielleicht gibt es auch ein paar neue Orden, das will ich auch nochmal kurz checken. Habt ihr neue Orden, bitte, bitte? Immer noch nicht. Also wir müssen, glaube ich, erst das Kapitel abschließen, bevor es neue Orden gibt. Aktuell ist da wirklich alles ausverkauft. Ich habe zu viel Geld, Leute. Das wird sich bestimmt aber bald wieder ändern. So, mal kurz schlafen. Let's go. Und dann gehe ich nochmal kurz in die Kanalisation und dann gucken wir mal, ob man da... Ja, ich weiß nicht, kommen wir da jetzt weiter? Bin gerade verwirrt. Weil wäre ganz cool, wenn wir da schon eins weiterkommen. Da gibt es bestimmt auch wieder ein Level-Up für unseren Typen. Ach Quatsch, nicht hier. Sondern hier. Aber jetzt sieht es irgendwie wieder so langsam aus. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das auch nur auf Stacheln schnell. I don't know. So, das war jetzt relativ weit unten, ne? Hier einfach durchs Loch. Kann ich auch mit dem übers Wasser? Nee, leider nicht. Sushi. Das war doch hier hinten, oder? Ich hoffe es. Dass ich jetzt nicht den falschen Weg latsche. Ja, genau. Ja, okay, ich kann hier jetzt einfach über die Stacheln drüber. Lucky Lester ist am Start, Leute. Let's go. Okay, hier müsste ich, glaube ich, noch nicht gewesen sein. Okay, ich fliege hier erstmal kurz rüber mit Paracarry. Oh. Das war jetzt nicht so geil. Okay, was mache ich mit denen? Superbeben. Let's go. Müsste die komplett aus den Latschen kippen lassen. 6 Schaden, ey. Für 4 BP. Ne, der Lucky Lester, der macht auch, kostet auch 4 BP. Okay, der ist eine Stufe niedriger. Aber bei dem kriegen wir... Ah! Shit. Bei dem kriegt man halt nur, 3 Schaden raus. Zack. Ah, so gut, ey. Und 3 Erfahrungspunkte nehmen wir natürlich auch mit. Da haben wir 67 Punkte. Vielleicht kriegen wir noch ein Level up. Vorm Boss wäre das ganz praktisch. Mehr. Oh, mehr KP, mehr BP, irgendwie sowas. Alles ganz nice. Es könnten ruhig mehr Gegner sein. Das wäre toll. Düdüdüdüdü, yeah. Ja, das Geld egal. So, was haben wir hier drin? Geld. Wer hätte es gedacht? Oh nein, nicht der schon wieder. Okay, hier muss ich... Stimmt, ich muss aber hier auch irgendwie so Wege finden, wie man höher fliegen kann, ne? Oder höher springen, was immer auch. Keine Ahnung. Den habe ich halt auch noch nicht gefunden, diesen Weg. Das ist auch interessant, oder? Was? Du hast die Ultrastiefel! Die Angriffskraft von Marios Sprung wird verstärkt! Außerdem kannst du nun einen Tornadosprung ausführen. Drückst du A in der Luft? Boah, was? Geil.
Ah, jetzt kann ich höher springen. Boah, das ist ja mega. Ah. So funktioniert das. Hä, wie gut. Und das war noch ein Erstangriff. Boah, der macht 6 Schaden, wenn ich die treffe. Hä, wie nice ist das denn? Einfach Superbeben hinterher, dann sind die auch tot. Geil, Leute. Boah, das ist ja ein Part-Ende gewesen. Hä, ich dachte, ich krieg vielleicht eine Erweiterung oder so für meinen Typen noch. Ja, mehr Geld brauche ich nicht. Ich habe zu viel Geld. Aber geil. Für das nächste Kapitel gleich die erhöhte Angriffskraft mitnehmen, das ist schon eine gute Sache, denke ich. Hä? Jetzt. Das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Okay, jetzt sind richtig viele am Start. Super Beben. Bam, bam, bam. So, jetzt weiß ich gar nicht. Mitglied wechseln. Wir gehen mal schnell auf Cooper. Powerpanzer. Feuerpanzer mal auch. Greif alle Bodengegner mit einem brennenden Panzer an. Ist bestimmt auch geil. Aber das reicht jetzt vollkommen hier aus. 4 Schaden. 76. Ja, ich denke, vor dem nächsten Boss werden wir auf jeden Fall noch das Level abschaffen. Bin ich mir fast sicher. Jawohl, ich wusste es. Ich wusste es. So, hier wird aber wahrscheinlich nichts mehr drin sein. Okay, manchmal kriege ich es nicht auf die Ketten. Okay. Gut, Leute, das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben nochmal eine erhöhte Angriffskraft bekommen. Wie geil ist das denn bitte? Und können damit, glaube ich, auch ganz cool neue Orte erreichen, oder? Guck mal, hier haben wir noch ein paar Blöcke. Ja, gut. Den lasse ich mal liegen. Den Voltopilz. Obwohl wir ja vielleicht... 5 PP, wir könnten das nehmen, könnten wir. Die Uhr brauche ich auch nicht. Das könnte man mitnehmen. Ja, egal. So, und dann, der Part ist jetzt auf jeden Fall rum, liebe Leute. Aber im nächsten Part könnten wir doch theoretisch da hinten noch weiter, ne? Da müsste es weitergehen. Aber das schauen wir uns im nächsten Part an. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu Paper Mario. Tschüssi, Leute.